Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag und ich hoffe, es wird jetzt richtig geil. Denn, meine Freunde, wir müssen jetzt mal kurz gucken, was wir kaufen. Gehen wir wirklich den Triple Generation Build oder gehen wir den Attack Speed All Build oder gehen wir... Ich sag immer, wer mehr aushält, kann auch mehr kloppen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal Doran Schild. Macht man nie was verkehrt mit. Ja, Gerechtigkeitsgarin Reloaded, Revolution, Revamped, Bam. Und zwar spielen wir Garen in der Mitte und die Idee, also für alle, die Patch noch nicht gesehen haben, Garen wurde ja ein bisschen verändert. Er hat jetzt deutlich mehr Scaling mit Attack Speed. Ja, das sieht man jetzt erstmal nicht, aber das bedeutet, wenn er mehr Attack Speed hat, dann dreht er sich öfter. Ja, also er macht nicht mehr Schaden damit, sondern er dreht sich öfter in der gleichen Zeit. Das heißt, ja, wenn wir jetzt einfach mal Skills einfach mal direkt, wir drehen uns super, super langsam. Unser Plan ist es, richtig, richtig turboschnell uns zu drehen. Wir werden sehr, sehr viel Attack Speed bauen. Und außerdem, also ich weiß noch nicht, welche Items, da werden wir gleich spontan gucken. Und außerdem kriegen wir durch die Stacks Conqueror. Also durch das Drehen hier so, ne, kriegen wir Conqueror Stacks, was ziemlich, ziemlich insane ist. Und weil ich euch natürlich nicht enttäuschen will als euer Gerechtigkeits-Garen, habe ich natürlich auch wieder Hexlash mitgenommen, ne. Denn wer eher da ist, ist früher dort, sag ich immer so gerne. Wir spielen gegen Galio mit Teleport. Ich denke, das ist absolut gut, weil der hat ja so Magic-Dinger und ich mache ja eigentlich nur Physical Damage, oder? Außerdem haben wir auf der W jetzt ein Schild, das können wir gleich mal austesten. Und wir scannen aber erstmal die Q rein. Damage-mäßig, klar müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen. Also grundsätzlich, wir würden sehr, sehr viel Attack Speed... Okay, das ist jetzt sehr harsch. Ich weiß nicht, ob ich hier wegkomme, Bruder. Okay, wir gehen mal kurz raus, nehme ich an, akzeptiere ich, ist okay. Ne, das Böse ist auf jeden Fall unterwegs und auf der Lauer. Meistens ist es ja auch so in Gerechtigkeitsfilmen, dass das Gute am Anfang sehr schwach ist, ne? Weil wenn das Gute sehr stark wäre direkt, dann wäre es ja kacke, ne? Son Goku ist ja auch sehr kacke gewesen am Anfang und er muss erstmal stark werden. Deswegen müssen wir erstmal trainieren, Leute. Ne, wir machen mal hier ein Ward hin, weil irgendwie sieht mir das ein bisschen, ja. Ne, wir drücken jetzt einfach mal W und ihr seht, wir bekommen ein Schild. Okay, es ist super kurz, aber super cool. Bruder, jetzt mach kein Fass auf, Bruder! Ja, okay, aber ich glaube, ich komme hier weg. Okay, er hatte nur 1% Leben, aber er haut einfach ab. Tschüss. Ne, das ist dann... Er ist einfach weg. Bruder, geht er bitte weg. Wir haben Lee Sin im Team, also schwierig. Wieso ist Urgott hier? Urgott ist der Top-Laner. Das hier ist schon wieder einiges los. Also unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal... Das, ja, ne, das Böse dominiert Gotham City und die Stadt und alles. Ich würde ihn sogar fighten hier, oder? Alter, Leute. Leute. Das ist ein Ranked, ja? Also, es ist nicht... Leute! Was ist denn hier schon wieder los? Könnte ich mal eben... Also, wir müssen erstmal ein bisschen HP regenerieren, Leute. Die Passive wurde auch verbessert. Das heißt, sie regeneriert verlässlicher. Leute, geht mal... Ich will gerade nur hier im Gravity-Raum, wo Dragon Ball Son Goku da gedingst hat, mich auf... Ich meine, auf einen Kill würde ich mich sehen, aber... Komm, okay, jetzt, Bruder, jetzt ist vorbei. Ja, oder auch nicht. Ja, ist okay. Oh, lol. Evelyn ist gestorben. Ich dachte, Ding wäre gestorben. Ja, komm. Komm, jetzt komm ran auf den Meter. Jetzt ist vorbei. Wir müssen eigentlich nur drehen, bevor er mich tauntet, oder? Komm. Noch ein Stück. Okay, das hat nicht geklappt. Gut. Frage ist halt wirklich, wann wir unser Schild benutzen. Na? Jetzt! Ach so, und das Kyro scaled auch mit Text-Speed. Da müssen wir wirklich mal gucken. Also, was wir dann bauen, werden wir gleich schauen. Man könnte natürlich über Trinity nachdenken. Man hat es hier und da immer mal auf Garen gesehen. Diesmal maxen wir tatsächlich auch die E. Zumindest jetzt erstmal. Komm. Jetzt komm mal ran auf den Meter. Er will einfach nicht. Na, okay, jetzt hat er die Hosen voll. Gestrichen voll. Hat er denn überhaupt Hosen an, ist die Frage. Das weiß man nicht. Das müssen wir rausfinden. Ich glaube nicht, oder? Wir drehen mal hier noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt packen wir noch Punkte ins Q. Also hier sehen wir, guck mal, wir haben 20, das Scale plus 4, wir haben 7 Volte, steht da. 7 Volt, 7 Drehungen. Müssen aber auch 6 Mal treffen, damit wir... Verändert sich die Zahl einfach so? Die sieht so grau aus und graue Zahlen verändern sich nicht, oder? Nur die weißen. Aber ist okay, gucken wir einfach mal. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mit ihm zu fighten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Evelyn gleich wieder da ist. Alter, der Wavekill ist ja insane, war der schon immer so? Oder ist der jetzt auch besser geworden? So, lass mal. Die Frage ist, was können wir denn kaufen? Attack Speed. Und wollen wir jetzt schon kaufen? Eigentlich nicht, aber... Ne, wir müssen mal gucken. Alle 20% Attack Speed kriegen wir was dazu. Okay, wir brauchen Schuhe. Wir machen einfach Attack Speed. So, passt. Guck mal. Das heißt, ich müsste jetzt 8 Volters haben. Ist das richtig? 8 Volt steht da. Fischi 8 Volt. Sehr gut. Das heißt, ja, es sieht noch nicht so krass aus, aber... Die Zeit bleibt ja immer dieselbe, aber mehr Drehung.
Das heißt, wenn er nachher 50 Volt steht, ja, dann ist das geil, glaube ich. Die Frage ist nur, können wir jetzt Magalio töten? Ich fände es geil. Wir haben auch bald wieder Flash ready. Guck mal, er hat jetzt keine Items. Wenn wir ihn jetzt fighten, sind wir deutlich stärker als er. Wir müssen nur gucken, wir machen halt keinen Schaden, wenn wir auf Full Attack Speed gehen. Weil das Ding ja auf AD skaliert. Aber wir kriegen ja Conqueror Stacks. Was wiederum die Drehung ein bisschen stärker macht. Guck mal, er geht jetzt shoppen, aber er teleport. Wir pushen den fix durch. So, einmal drauf. Wir könnten auch roamen. Roaming Star. Roaming Star. Ja, euer Gerechtigkeitsgeld. Zack. Ich komme, Leute. Coming. Passt auf. Oh, scheiße. Ich habe Wechselhirsch benutzt. Sonst könnte ich jetzt hier rüber. Oder wir machen einfach. Guten Abend. Guten Abend. Oh, Leute. Die ist sofort geflasht. Sofort geflasht. Okay. Wir können auch den Drive-by Ignite Man machen. Wir machen Auto-Tech, Ultimate, Ignite und tschüss. Ich kann mich schilden. Und jetzt bin ich weg. Help, help, help. Ah, okay. Aber wir haben zwei Kills. Haben wir zwei Kills gemacht? Wir haben zwei Kills gemacht. Das ist cool. Das ist cool. Das ist okay. Das ist okay, cool. So, gib mal jetzt hier Attack Speed. Wo ist denn Attack Speed? Velasio. Hier. Hier haben wir unsere Attack Speed Items. Guck mal, damit können wir den Gegner slowen. Wir hätten hier so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, guck mal, hier, Crit. Ich glaube ein Statics oder sowas. Weil wir brauchen halt Attack Speed und Crit. Dann. Holy shit, ich sehe es vor mir. Ich kann es genau sehen. Das ist wie der Wombo-Gürtel aus SpongeBob. Das skaliert ja mit Attack Speed und mit Crit. Ne? Das heißt, perfektes Item. Denn es hat Attack Speed und Crit. So, der Gallio wird auf jeden Fall sehen. Ne, klar ist das so, in Gerechtigkeitsfilm Anfang, da kommt also dieser epische Fight, wie gerade. Episch, Kappa. Und dann stirbt der Superheld erstmal. Ne, und dann denken alle, scheiße, wir sind verloren. Aber, meine Freunde, aber. Er wird sehen. Soon, TM. So, wir könnten eigentlich nochmal Botlane gehen. Aber Botlane ist gerade nicht da. Wir machen mal einen Ward hier. Benutzt, hauen mal das Ding da weg, das steht im Weg. Haben. Ich meine, jetzt halt die Frage, ob wir Statics bauen. Statics hat halt 40% Velocity. Das hier hat 30er nur, aber ist wahrscheinlich besser. Müssen wir mal gucken. So, wie sieht's aus? Oh. Vielleicht. Ich hätte super Lust, aber vielleicht bräuchten wir die Ultimate vorher. Ich hätte richtig Bock. Passt auf, wir haben. Ah, ne, wir haben keinen Exlash mehr. Scheiße. Sonst. Ich meine, können wir ihn einfach anflashen, aber er ist halt schon tanky, oder? Wir können ja, passt auf, wir tun so, als würden wir weggehen und gehen dann wirklich weg. Gehen dann hier rum. Dein Gerechtigkeits-Garen in deiner Stadt! Komm zu Oh, ganz, wie knapp das bitte war. Er hat meine Q abgebrochen, oder? Hat der Schaden von der Q bekommen? Ich glaube nicht, tatsächlich. Hat er nicht? Ich glaube nicht. Okay, cool. Wir könnten auch Attack Speed Schuhe kaufen. Machen wir. Guck mal, jetzt haben wir schon 11, Leute. Das ist ja sau. Ich finde das sau spannend. 11 Drehungen schon. Super cool. 11. Das müsste doch jetzt langsam schon richtig schnell sein, oder? Oder sehe ich das verkehrt? Also, es ist schneller als am Anfang. Da geht aber noch was. Ich sehe da so eine 50. 50er. Ja, und mit Conquer. Okay, also er wird aber sehen, Leute. Er wird noch sehen. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal. Evelyn müssen wir. Oh, ich hätte richtig Bock auf Evelyn. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich meine, wir machen zwar wenig Schaden mit jeder Drehung, aber dafür halt oft. Das ist ja auch okay, oder? Guck mal, pass auf. Okay, na und. Mal ein Prank. Scheiße. Okay. Aber guck mal, jetzt hier auch Wave hier. Hier gehört jetzt der Wave dazu. Schild ist an. Okay, das mit dem Schild muss ich noch, das war nicht an. Muss ich noch irgendwie, das hält aber auch nur, guck, Masse an, ist wieder aus. Also, das ist halt super schwierig. Ne, aber, oh, genau, ich bin dann ja auch weniger tenacitiert. Könnte sein, dass Evelyn jetzt kommt, irgendwo. Oh, wir sind mal abberufbereit. Da unten, da sehe ich mich. Aber jetzt kommen die Minions hier, ich bin unsichtbar. Oh, pass auf, die. Ja, ich hab sie, ich hab dich, aber ich mach keinen Schaden. Schön, lauf. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, Leute. Hexflash, neue Meta broken. Da bin ich drin. Ah, okay. Na, ist okay. Die nehme ich mit. Das ist quasi Gerechtigkeitssteuer. Die muss jeder mittelständische und auch überständische Bürger zahlen, tatsächlich. Denn Gerechtigkeit finanziert sich nicht selbst, wie viele vielleicht denken, Leute. Ne? Also. So, wir haben Lee Sin im Team. Das ist schon mal harsch. Aber wir haben auch mich im Team. Das ist schon wieder cool. 11 Voltes, na gut.
Na gut, wie viel wird das denn mehr, wenn ich jetzt hier das baue? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe hier 12, also beziehungsweise hier habe ich 15 und 27. Oh, guck mal, es wird auf 40er geht es hoch. Das ist schon cool. So, was machen wir jetzt? Toplane waren wir noch gar nicht. Wir haben jetzt halt nicht mehr unser Symbol, wo wir sehen, wen wir jetzt kaputt kloppen. Das ist so ein bisschen, ja, könnte problematisch sein. Oh lol, stimmt, wir haben ja auch so viele Attacks. Wir können, da habe ich voll vergessen. Wir haben ja Attack Speed auch zum Angreifen quasi. Das ist ja auch zum Auto-Attacken gut. Ja, guck mal, Botlane, die Jinx hat schon wieder Lust. Ne? Wenn sie Lust hat, dann würde ich sagen. Ich meine, sie sieht auch aus wie so ein Verbrecher. Da kann man jetzt nichts sagen, eigentlich. So, guten Tag. Schneller! Schneller! Also, der Schaden ist halt gering, aber halt oft, ne? So, ne, ich dachte zuerst, das wird nichts, aber dann wurde es doch was. Plot-Twist. Guck mal, jetzt haben wir Statics fertig. Clark, ich glaube, ein Phantom Dancer wäre overall cooler, aber, ne? Wer zu langsam ist, der ist halt zu langsam. So, ein Black Cleaver wäre allerdings auch cool, denke ich, Leute. Jetzt aber mal Real Talk. Lasst uns mal real talken. Was soll man jetzt auf Garen überbauen? Ist das vielleicht sogar, also, ist das jetzt Troll oder ist das gewollt? Die haben gesagt, man soll Escape mit Attack Speed. Okay. Ich meine, ich habe auch in die Rune Attack Speed. Ich habe überall Attack Speed mitgenommen. Vielleicht. Ja, also weiß ich nicht. Trinity oder sowas vielleicht? Also, oder. Also, kriegt man genug durch normales Attack Speed, dass es mit der Zeit. Vielleicht ist es gar nicht gewollt, dass man Attack Speed baut und er wird trotzdem mit der Zeit. Dreht er sich öfter, weil er. Aber guckt euch das einmal an, Leute, wie wir den Tower slashen. Tower slashing Garen. Guck mal hier, die Wave, die fliegt auch sofort um. Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss jetzt einfach so machen. Schild, okay. Na gut, passt. So. Dann gehen wir mal Toplane. Guck mal, die sehen. Das sind aber auch. Das ist die Verbrecherlichkeitsliga. Guckt euch die an. Also Galio geht vielleicht noch, aber er ist so eine böse Gargoyle-Statue. Das sind alles Schwerverbrecher, Kriminelle. Ich würde mich hier sehen, aber ich bräuchte hier quasi einen Medic oder sowas. Vielleicht kommt ihr hier rein gelunzt. Oh Leute, der kommt sogar wirklich. Pff, guck dich an, wie ich drehe. Kokolores. Auto-Tech. Ignite. Lass mich gehen. Ah, oh, heiß. Schön. Oh, er hat den Kill genommen. Bruder, nee. Also ja, gut. Wenn er den Kill nimmt, das akzeptiere ich soweit, aber dann muss ich den Tower nehmen. Und die Minions. Steuer ist Steuer. Da, also, ne? Guten Tag, ich bin Tschüss. Aber ich würde noch eben den Tower. Steuer, Steuer. Da bin ich ganz harsch bei. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Leider, bäh. Pass auf. Und tschüss. Brä. Nee. 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 Nein. Schild. Ja, da lachst du, ne? So. Wir können ja jetzt immer noch ein Ding. Wir gehen einfach Full Crit Attack Speed, würde ich sagen. Bruder, das ist ein Bruder. Ja, komm. Dann, jetzt komm her. Dann machen wir jetzt ein Fass auf. Also, sag mal, also die Verbrecherigkeit war auch mal eine andere. Also bitte. So. Ja, dann machen wir noch entweder eine Rabbit Fire. Ne, machen wir das Ding hier, oder? Schön. 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 So, wir haben 13 Voltes. Da muss aber noch mehr gehen. Das ist schon nicht schlecht, aber... Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Toplane ist ein bisschen am hinten, aber... Bruder, stopp. Der erinnert mich so an diese Gargoyles. Kennt ihr das? Habt ihr das damals geguckt? Und sie erwachen in der Nacht. Die Gargoyles. Okay, pass auf. Wir haben Hexflash. Wir tun so, als würden wir hier stehen. Guckt es euch an, wie wir drehen, Leute. Ah, ich hab, guck mal, ich hab tenacitiert. Und jetzt machen wir die Auto-Tech-Schelle. Bam, bam, bam. Oh, wir müssen auch Statics benutzen. Okay, dann gehen wir, weiß ich nicht. Wir stellen uns wieder hier hin. Warten auf Hexflash. Regenerieren, tun so, als wären wir auch eine Statue. Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Er ist eine Statue, ich bin eine Statue. Och, Mann, Renekton, Bruder. Bruder, geh mal Top-Lane. Go Top. No Gerechtigkeit needed. Also nicht hier, weil, ne? Zu viel Gerechtigkeit verkocht den Brüher. Den, oh shit. Da würde ich mich aber actually sehen. Guten Tag! Oh shit, er killt mich. Er killt mich, er killt mich, er killt mich. Ja, okay. Nee, das war dumm. Ja, Gerechtigkeit. Ja, aber Leute. Wer ist schuld? Er. Weil wäre er oben gewesen, dann wäre Urgott auch oben. Er kommt Mitte, Urgott Mitte. Schwierig.
So, Crit. 700 brauchen wir dafür. Und danach müssen wir halt gucken. Ich glaube, bei allem Attack Speed, das ist halt die Frage. Ich glaube, ein Black Cleaver wäre halt sehr geil, weil wir dann richtig schreddern. Also wir machen True Schredderung dann. Also wir schreddern dann halt richtig krass durch. Aber Black Cleaver gibt halt keine Attack Speed. Das ist ein bisschen schwierig. So, wir gehen jetzt mal Botlane, Leute. Wenn ihr in die Mitte geht, dann gehe ich Botlane. Ich bin aber auch, muss ich sagen, echt überhaupt kein Galio-Fan. Deren Topler ist ganz gut, Midlane ist fein, der Rest intet. Wobei ich ja auch echt viel... Oh, ein Blue Buff würde ich mich richtig sehen. Gucken wir mal, wie der Schaden so ist. Das sind halt immer nur so kleine Portionen, aber halt sehr, sehr oft. Und jetzt machen wir Bam, 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 Snap, Swa, Swu, Bre. So, was können wir machen? Wir gehen mal... Oh, oh, sie tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. Ich meine, ja, schon. Wir können ja mal gucken, wir fragen sie einfach mal. Stopp, bitte. Stoppen Sie, halten Sie bitte an. Bitte halten Sie an. Halten Sie an. Okay, cool, nee, dann ist gut. Tschüss. Wenn sie anhält, dann ist alles in Ordnung. So, dann gehen wir mal kurz gucken, was wir vielleicht hier im Dschungel finden könnten. Hier sind ein paar Golems, die würde ich mitnehmen. Ich muss immer vorher Auto-Tacken. Mit der Q kann ich das ja, glaube ich, nicht auslösen. Zack. Das sieht aber auch... Also, was heißt cool, aber man schlägt so richtig schnell. Pseh. Es könnte sein, dass Evelyn hier irgendwo ist. Wir machen mal hier ein Ward. Da auf dem Mann, da würde ich mich nochmal sehen. Komm an. Wir gehen jetzt hier. Stellen uns hier hin. Okay, er ist weg. Scheiße, er ist unsichtbar. Er hat eine Rauchbombe benutzt. Scheiße. Okay, wir haben jetzt aber Phantom Dancer fertig, Leute. Nehmen wir die Wave... Komm schon. Nehmen wir die Wave Name mit. Und dann gucken wir mal. Ich meine, wir kriegen ja noch ein bisschen Attack Speed pro Level dazu, ne? Aber ich glaube, so langsam... Zack. So, was sagt der Tacho? 13 immer noch, leider. Na, da müssen wir jetzt echt gucken. Ich meine, wir haben jetzt 50% Crit. Das heißt, wir machen schon ganz guten Schaden damit. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen AD hinzufügen würden, dann wäre das insane. Wir können ja mal gucken, was so passiert hier oben. Mhm, okay, ja. Ich glaube, ich bin da unterwegs, Leute. Ich bin unterwegs. Ja, nee. Also, ne, man muss seine Grenzen kennen, Leute. Das ist wie mit dem Alkohol. Und meine Grenze ist da gewesen. Also, ne, das guckt euch die mal an. Die sind richtig evil. Die sehen auch schon richtig evil aus. Oh, der Lee Sin, der geht auf jeden Fall rein. Ja, aber Leute, Leute, nee, also... Ja, okay, er lebt noch sogar. Oh, lol, mein... Lol, what the hell? Ich wurde gehackt. Einfach hackt. Leute, 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 Leute. Okay, ich hab Flash. Passt auf. Weiß ich nicht. Wo ist Bart? Wir müssen manchmal vielleicht auch ein bisschen auf, ne, wir gehen einfach von hinten ran. Guten Tag. Guten Abend. Oh, shit. Okay, 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 hier ist einiges los. Hier ist einiges los. Okay, Leute, Leute. Leute, Hilfe. Okay. Man muss übrigens sagen, das Schild ist übel scheiße. Also für mich. Weil, guck mal hier. 144, das ist nämlich abhängig von meinem Max-Life. Oh, shit, Leute. Vor allem ist Garen Trollpix, Brudi. Was für? Ich bin 6'4. We just need... Oh, schöner Kick, aber leider keiner da. Oh, Lee Sin! Ich meine, jetzt, oh, Renekton, schlag ihn mit deinem Hufeisen. Mit deinem Schaufelbrett. Mit dem Ringschirm. Schlag ihn! Ah, okay, wird gepresst. Er wurde gepresst. Okay, guck mal. Wir gehen, wir wollen ja gewinnen. Wir gehen jetzt mal wirklich auf Black Cleaver. Wir wollen ja gewinnen. Erstmal ein Schwert kaufen. Egg auf K. Chill and group. Warum müssen die Leute immer so schwierig sein, Leute? Wirklich. Dass wir da gerade alle gestorben sind, das ist nicht meine Schuld. Das möchte ich kurz highlighten. Das möchte ich wirklich kurz highlighten, Leute. So, vielleicht können wir noch jemanden holen. Aber wir gehen, glaube ich, mal im Red Buff und Top Lane holen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Guck mal an, hier ist noch Evelyn. Kann sein, dass sie nochmal kommt. Okay, nee, sie ist weg. I go smoky. Ach, Bruder. Warum sind die Leute denn immer so schwierig? Ich meine, warum? Aber ist okay. Ne, ich bin da nicht so. So, okay, lasst uns überlegen. Nehmen wir an, es wird ein 4 gegen 5. Man ist oft in der Unterzahl. Wie können wir das Game gewinnen? Wir müssen einzelne... Also klar, eigentlich brauchen wir Objectives, aber wir müssen auch einzelne Leute killen. Und Geld farmen. Ein paar Levels. Wir bräuchten so 2 Level überall. Das heißt, wir nehmen mal eben schön hier das ganze Geld mit. Guck mal, wie das wegspratzt hier, Leute. Spratzt richtig weg. Ich meine, smoken. Smoken sind 5 Minuten oder 10. Das schaffen wir. Das heißt, wir spratzen mal eben schön Botlane ein bisschen durch, damit wir richtig Geld haben und Levels haben. Damit wir so Level 18 sind, während die Level 14 sind.
Vielleicht können wir auch einen Turm mitnehmen. Zack. Ne, hier dieses Bauwerk des Bösen. Das müssen wir einreißen. Guck mal, da macht er noch einen Drake. Ocean Drake ist auch cool. Könnte natürlich jetzt sein, dass die alle kommen. Aber normalerweise werden die sich jetzt alle auf den Drake schmeißen. Deswegen können wir einfach hier unten durchrennen. Vielleicht können wir einfach hier unten den Nexus beenden. Könnte sein. Und durch unseren Tech-Speed-Build hauen wir das Ding hier auch zu breit. Guckt euch das an. Bam. Bam. Snap. Slash. Bra. 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 Die Frage ist jetzt, ob wir das Ding schnell... Okay. Aber ich hab's noch gekillt. Ja. Ja. Also, wir haben den Drake bekommen. Und das erste Ornament des Bösen. It's easy, guys. We can forward this five. Aber, ja, das, ihr müsst da also nicht fighten, wenn schon ich tot bin und, ja. Okay. Gut, aber wir haben gut Geld gemacht, Leute. Wir haben gut Geld gemacht. So, guck mal. Wir kaufen uns jetzt, den Hammer. Prockt der durch unsere E? Ich glaube, ja. Da machen wir erstmal den Hammer und einen HP-Stein. Das ist ein guter Deal. Und wenn wir dann nämlich, ich meine, ich bin mir nicht sicher, wie gut, also ich glaube, Black Cleaver ist schon insane, weil ab 6 Drehungen schreddern wir. Guck mal, jetzt haben wir sogar 14 Drehungen. Okay, jetzt machen die, Lee Sin muss den nur klauen, das ist alles. Lee Sin, klau. Guck mal, Evelyn, die ist sowieso relativ schlecht, muss man sagen, wobei sie mittlerweile 5 Kills hat. Ah, zu früh. Ich habe aber, ey, ich habe Hexflash. Aber wenn ich da reingehe, werde ich auf jeden Fall sterben. Komm, mach noch eine Q. Ich mach den Interruptierer, ich kauf Zeit. Ich kauf Zeit, so dass Garen. Hier, komm, jetzt musst du. Okay, ja, vielleicht bin ich zu früh drin. Jetzt! Ist ein bisschen einfacher, vielleicht. Jetzt! Ja, nö. Aber komm, töte sie! Ja! Oh, lol, Morgana ist wieder da. Aber leider ein bisschen late, aber die wird, glaube ich, noch sterben. Guck mal. Ja, sehr schön. Guck mal, das hat doch hier. Und Black Cleaver ist gleich auch im Haus. Schön, Leute. Schön. Schön. Ne, Morgana, ich meine, es gibt viele salzige Leute. Ne, aber warum werde ich mit 7 Kills geflamed, wenn er 3-7 steht? Wen würdet ihr lieber im Team haben? 3-7 Rennington, der die ganze Zeit runterrennt? Oder einen Garen? Klar bin ich jetzt ein paar Mal gestorben, aber die letzten 2-3 Tode? Ja, ich meine, der hier kann man ankreiden so, aber der Fight hier war konsistent und essentiell. Und ja, so, ne? Also bitte. Hätte Rennick nicht so viel geintet, wären wir schon. Wo ist mein E? Hätten wir schon gewonnen? Waren das schon alle Drehungen? Oder? So, guck mal, wir haben jetzt Cleaver fertig. Schön. Stirb! Du Hund! Ausgeburt des Bösen! Zack, oh lol, wie schnell. So, wir nehmen nochmal... Ah, jetzt sterben die halt. Das ist doch nicht meine Schuld, wenn die immer alle sterben. Jetzt, seriously. Also, seriously, aber... Ja, gut. Werden wir jetzt kein Fass aufmachen. Die Frage ist, okay, was ist jetzt das Beste? Können wir Mitte def? Ich würde sagen, nee. Ich meine, die sind schon wieder alt. Das ist wie beim letzten Gerechtigkeits-Graves war das, oder? Okay, wir machen noch... Wenn wir Glück haben, geht einer weg. Wir machen mal eben kurz ein bisschen Druck. Ich meine, was soll ich tun? Ich werde jetzt weggehen, aber wie soll ich das defen? Leute, wie soll ich das defen? Also, Nexus, klar, das könnte gehen. Aber der Rest. So. Wir brauchen noch mehr Attack Speed, habe ich das Gefühl. Das reicht noch nicht. 14 Drehungen, so Leute. Klug ist es jetzt, den Tauf fallen zu lassen und zu warten, bis das Team da ist. Und vielleicht auf einen Engage. Kommt, jetzt. Jetzt. Hopp! Ich lebe und klebe. Wir machen mal eben diese Ausgeburt hier weg. Weg damit! 1094! Was? Die Ulta 1094 gemacht? Guck mal, die ist beschäftigt mit Flame, aber sie könnte sich auch mal fokussieren und weniger inten. 1094, und ich glaube, ich muss früher ulten, oder? Ich meine, okay, der hat auch viel, der hat halt eine Warmox. Ich mache ja Prozent. Ne, aber Heilige. Man weiß halt nicht, wie viel Schaden man macht damit. 300 plus 25, ja, wie viel ist denn das? Also 25%. Vielleicht können wir den abfangen, Leute. Das könnte klappen. Ja, okay, schade. Ich dachte, er ist vielleicht doch noch da. Hier kommt ein Teleport. Guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht, Leute. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wie viel Volt ist? 15 Volt ist, Leute, meine Freunde. Wir haben 15 Volt. Können wir, fighten wir oder nicht? Wie wäre es, wenn wir den Tower machen? Komm, Tower kaputt hauen. Schön. No! No!
Schnell in Sicherheit gehen. No! Er ist sau langsam. Er ist eine Krabbe. Leute, ihr müsst back. Gehen Sie fort. Den schaffe ich. Du Ausgeburt des Bösen. Wir machen jetzt direkt Ultimate. 1040. Schön. 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 Weggespratzt. Guck mal, wir gewinnen. Nee, Leute, ganz ehrlich mal. Hört mal auf zu weinen. Talk, Real Talk jetzt an alle Weiner. Hört auf zu weinen. Ihr weint viel zu viel. Immer dieses, oh, ich geh auf K und... Ich meine, er muss ja... Guck mal, die... Ne, und jetzt bin ich wieder schuld. Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Laufe ich dahin, oder... Wer ist das? Geil, okay, der macht keinen Schaden. Den kann ich besiegen. Aber seine Passive, die böllert. Ich kann ihn besiegen. Ich kann ihn besiegen. Stipp, 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 stipp. Ich mach guten Schaden. Jabbe! So, wir brauchen jetzt schnell... Rapid Fire. Kriege ich das hier zusammen? Nee, scheiße. Okay, sie will, sie will, sie will, sie will, aber sie kann nicht. Sie will, aber sie kann nicht. Kommt her, ihr Bösen. Oh shit, die Superminions kommen. Ich brauche aber noch, Leute, ich brauche die Rapid Fire Cannon. Die ist sehr essentiell für mich. 16 Drehungen, Leute, 16. Das ist wahrscheinlich in der Geschichtlichkeit. Guckt euch das an. Also ich glaube, kann es sein, dass die Animation nicht schneller wird? Ja, wir müssen jetzt halt hier stehen bleiben und warten, glaube ich. Ich meine, okay, wer könnte kommen? Urgott, ich bin einfach der Gatekeeper. So. So ein Endboss. Wenn du das Level besiegen willst, musst du hier vorbei. Guck mal, er... oder wir können da. Der braucht lange. Er ist eine Krabbe. Und da sind die jetzt... Da könnte man was machen, Leute. Hier könnte man den Catch initiieren. Wir machen hier einen Ward. Warten, bis einer vorbeiläuft. Oder warten, bis er alleine ist. Ist auch gut. Ah, shit. Wir müssen halt echt... Morgana! Okay, das war's. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass Dark die nicht beenden oder so. Komm schon! Ult! 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 Okay, das war's. Das ist böse. Das ist so der Moment, wenn du so bei Game of Thrones und dann die ganzen Gegner kommen und du einfach weißt, es ist das Ende. Es ist das Ende. Shit. Die sind aber auch alle todestanky. Heilige Meilige. Heilige. Guck mal, 14-6. Hier, Leute, wen würdet ihr lieber haben? 10-7 den oder 13 Renekton? Also, weiß ich nicht, Leute. Kann man drüber diskutieren? Oh, lol, sie intet. Aber Kick, Kick, mach noch einen Kick. Ja, okay, das war's, meine Freunde. Wir haben 16 Drehungen hinbekommen. Wären wahrscheinlich noch auf 17 gekommen mit Level 18. Ich möchte kurz applaudieren. Hört auf zu tilten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Gerechtigkeit in letzter Zeit nicht siegt. Ich meine, ist mal was anderes, weil Gerechtigkeit halt immer siegt, ne? Aber jetzt Frage, würdet ihr lieber den Garen, der krass ist, im Team haben? Ich meine, dass wir da jetzt gestorben sind gerade, das lag ja nicht, das lag einfach dran, dass auch der Urgott, der Turbo, fett ist, ne? Oder lieber diesen 13 Renning, weiß ich nicht. Aber ist ja okay. Ich werde Morgana reporten. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Auf Wiedersehen und tschüss.